So, Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Illusion of Time. Wir sind im Seetunnel. Und ja, im letzten Part haben wir das Vampirpärchen besiegt, was uns ein heißes Gefecht geliefert hat. Und mal sehen, was unsere Freunde jetzt zu sagen haben. Ach ja, Eric haben wir gerettet. 5 Tage sind nun vergangen, seit wir in den Tunnel gegangen sind. Doch er scheint kein Ende zu nehmen. Ich glaube, er wird uns nichts. Lasst uns heute Schluss machen. Ich bin geschafft. Ich werde lange und gut schlafen. Das ist doch verrückt, so weit zu laufen. Genug, ihr beiden. Ihr habt euch schon beklagt, bevor wir überhaupt losmarschiert sind. Lenz hat recht. Kara, jeder von uns ist am Ende. Lasst uns etwas essen. Ich bin am Verhungern. Menschen sind seltsam. Je länger wir durch diesen Tunnel marschieren, desto eher vergessen wir, warum wir hier sind. Vielleicht ging es den damaligen Leuten genauso. Ich habe Hunger. Ich will ein saftiges Steak. Meine Haut ist von diesem blöden Fraß ganz schön verrumpelt. Vor tausenden von Jahren sind hier bereits Menschen durchgelaufen. Ich muss laufend an diese Zeit denken und komme mir dabei so unbedeutend vor. Ich frage mich, wie weit dieser Tunnel noch geht. Hey, ich bin beschäftigt. Mit was denn? mal gucken, was wir so hier finden. Oh, eine Bohne! Oder was ist das? Diese Pilze sind die einzige Nahrung. Sie wachsen überall im Tunnel. Gestern gebackene Pilze. Vorgestern gekochte Pilze. Davor... roh. Gittig. Wir dürfen nicht zu viel verlangen. Und... zu überleben, müssen wir essen. Also diese komischen Pilze essen. Ja. Oh nein, wir haben diese Pilze gefunden. Das ist immer noch besser als zu verhungern. Lass uns essen. Ein weiterer Tag, wie dieser nahm sein Ende. Wollt ihr von dem einen Pilz jetzt leben, oder wie? Achter Tag in dem Tunnel. Schlaflos starte ich auf meinen unterirdischen Fluss. Kannst du nicht schlafen? Doch, ich versuche Schafe zu zählen. Es kommt noch keins. Ja, so weit in der Erde kommen natürlich keine Schafe, ist klar, ne? Du hast dich auf dieser Reise ganz schön verändert. Man könnte fast meinen, du wirst erwachsen. Ich verstehe. Das selbst alles nicht, aber eine seltsame Kraft wohnt in mir und mein Körper kann sich in den eines Kriegers verwandeln. Das alles hat mit der Reise meines Vaters zum babylonischen Turm und seinen Ursprung genommen. Ich stehe erst am Anfang, diese Macht zu begreifen. Warum hast du dich von dieser Expedition noch angeschlossen? Zuerst war es nur ein Spaß, aber jetzt habe ich andere Gründe. Morgen wird wieder ein langer Tag. Wir sollten etwas schlafen. 2 Wochen sind wir nun im Tunnel. Es ist kein Ende in Sicht. Als ich letzte Nacht schlief, hörte ich seltsame Geräusche über mir. Kara ist sehr besorgt über diese Geräusche. Ich bin viel zu müde, um irgendwas zu machen. Wartet, ich höre es wieder. Das ist das Geräusch. Vielleicht ist es Riverson. Oh nein, wir müssen verschwinden. Verschwinden? Wohin denn? Seid mal ruhig. Dieser pochende Klang. Das sind Morsezeichen. Damit verständigen sich Schiffe untereinander. Die Länge des Klanges bestimmt den Buchstaben. Mal schauen, ob ich das verstehen kann. Hier ist Set.
Set? Psst, Ruhe. Neil fährt fort. Riverson hat mich verschluckt. Als ich zu mir kam, hatte sich mein Körper in Riverson verwandelt. Dieser Riverson ist eine Meereskreatur. Ich bin mir nicht sicher, ob er menschlich ist. Er sagt, die Evolution würde durch das Licht eines Kometen beeinträchtigt. Ich wollte die Reise mit euch fortsetzen, aber nicht in diesem Körper. Ihr müsst das Geheimnis des Kometen und der Ruinen lösen. Ich höre nichts mehr. Seth, ich habe Angst. Er muss im Morseunterricht gut aufgepasst haben. Seth auch. Feine Sache. Aber Seth ist nicht mehr menschlich. Nein, Eric. Sieh keine vor allen Dingen Schlüsse. Nur Menschen denken, ihre Lebensform wäre die einzig richtige. Lass den Kopf nicht hängen. Auf geht's! Geschafft! Endlich! Wir sind fast einen Monat durch den Tunnel gelaufen. Seht doch! Ein Schild! Was? Engelsstadt? Reisende sucht unter der Erde? An einem solchen Ort soll Engel leben? Man sagt, Engel schätzen nicht gerne menschlichen Besuch. Jedenfalls können wir uns hier ausruhen. Lasst uns aufbrechen, Will. Ich gehe meinen eigenen Weg. Wartet nicht auf mich. Ich muss es tun. Ich erforsche diesen Ort ganz allein. Versucht nicht mir zu folgen. Was hat sie nur vor? Vielleicht ist sie nur müde. Sie braucht Ruhe. Sie will jetzt echt allein losziehen? Ich meine, wenn ihr plötzlich Monster auflauern könnten und ja, Will ist nicht da, hat das Fräulein ein Problem. Das sind aber schöne Engel. Dies ist die Stadt der Engel. Werden unsere Körper zu lange der Sonne ausgesetzt, sterben wir. Es heißt, wir werden die Form, zu der sich die Menschen entwickeln. Das glaube ich, weil recht menschlich seht ihr ja schon aus. Seit wann wir hier leben, weiß ich nicht mehr. Aber wenn ich das Meer sehe, schmerzt mein Herz. Wir haben keine Gefühle. Seit meiner Geburt habe ich weder gelacht noch geweint. Ich überlebe nur. Also irgendwie kommt es mir so vor, als seien die Engel recht poetische Menschen. Was haben wir hier? Oh, sie tanzen. Dies ist die Stadt der Engel. Während unsere Körper zum Sterben wir. Der Tanz ist unsere einzige Freude. Wir sind ausdruckslos, Ishtar. Ishtar aber hat uns Gesichtern über verschwängliche Güte gemalt. Danach erschienen Leute in Scharen, um sich malen zu lassen. Das sind aber schöne Gemälde, muss ich sagen. Ich tanze mit der Person, die ein Porträt an der Wand hängt. Also ich muss sagen, das ist doch hier ein sehr interessanter Ort, die Stadt der Engel. Ah, ein Juwelier. Yes! Ja, wunderbar! Oh, das läuft ja richtig gut. Seht ihr, es lohnt sich doch, Juwelen zu finden. Weil dann kriegt man nämlich sowas. Und das Mädel da scheint irgendwie... Ein Speicherpunkt! Den nutzen wir doch gleich mal.
Ja, speicher mein Geschehen. Tschüss. So, drüben ist jetzt nichts mehr. Ich bin Bildhauer. 1000 Statuen werde ich in meinem Leben schaffen. Oh, das ist ja ganz schön weit vorgenommen. Was ist hier drin? Ich glaube, sie schläft. Als ob ihre Seele sie verlassen hätte. Das ist ein bisschen creepy. Aber auch ganz nice. Kennst du Ishtar den Maler? Nein. Ach so, ja. Ishtars Atelier. Befindet sich hinter der Tür. Doch, davor warten dich Monster mit Herzen voller Hass. Öffne die Tür, wenn du das Schicksal es verlangt. Ach, Fledermäuse. Ha, hallo. Hab euch lange nicht mehr gesehen. Ihr seht schon, die Gegner hier sind relativ einfach zu schlagen. Aber ich krieg trotzdem ganz gut Schaden, sehe ich gerade. An meiner Energieleiste. Ah, das ist so ein Bumerang-Skelett. Hab ich einfach gesagt, ich nehm's zurück. Die Skelette machen irgendwie doch ganz schön Schaden. Die Fledermäuse sind die einfachen Gegner hier. Oh. Kollege. Das ist ja ganz schön eilig. So, hier unten sind wieder Gegner. Nein, Freundchen, das machst du nicht mit deinem komischen Bumerang-Teil. Oh, Alter, wie viel ziehen die ab, die Skelette? Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, guck mal meine Energieanzeige. Boah, meine Güte. Die ziehen wirklich richtig ab. Ah, danke, Stärke. Stärke hat sich erhöht. Aber ich habe noch ein Leben zum Glück. Bam, bam, bam. So langsam verstehe ich die. Oh, sorry. Nein. Verstehe ich die Taktik von den Skeletten. Ach, die Dinger auch noch, ne? Da kann ich mir auch dran erinnern. Ich weiß aber gerade nicht mehr, was die machen. Aber die versperren die Tür. Haben aber nicht so viel Energie, wie ihr gerade sehen könnt. Ach so, ja, jetzt sind einfach so ein Teil, die halt, ja, auf dich zukommen und. Ja, boom. 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 Und. Boom. Was sind das für hier? Sind das Drachenviecher oder was sind das? I don't know. Und ich glaube, bei Ishtar dem Maler. Oh, das war knapp. Erwartet uns ein Rätsel. Wenn ich mich recht entsinne. Hier scheint nichts zu sein. Sackgasse. In einer komischerweise bewachten Tür. Ah, das war vielleicht ein Trick von den Programmierern. Dass vielleicht dachte sich der Spieler, oh, die Tür ist bewacht, da ist bestimmt was drin. Ah, dann doch nicht. Aber das war wohl bestimmt nur, weil da unten Gegner sind. Also im Sinne von, ja, für unsere ganzen Power-Ups. Blüm. Oh, ich mag dich. Blüm, 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 blüm. Und tschüss. Fünf Stimmen? Nein, 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 zurück. Da wollen wir noch nicht hin. Erst will ich schon mal einige Gegner töten. Mal sehen, wo seid ihr denn? Da war schon mal einer.
Da ist noch einer. Ah, will nicht zu sehr ins Geschehen reinrauschen. Das ist manchmal gar nicht so gut. Ah, gleich zwei Skelette. Bam, 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 bam. Und zack. Hell yeah, die Energie hat sich erhöht. Boah, Leute, wir bekommen langsam richtig gute Energie, muss ich sagen. Was ist hier? Vielleicht noch ein Juwel? Nee, ich glaube nicht. Gut, da wir fertig sind, gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Und zwar hier rein. Alles wird dunkel. Ach du Scheiße, ja. Das war das. Mit Fledermäusen, die aus dem Dunkeln herauskommen. Na? Und. Zack. Nur drei Gegner. Ist ja nicht sehr viel, aber mich stört's nicht. Und warum? Ja, das wisst ihr. Yes! Deine Stärke hat sich erhöht. Hell yeah! Oh, 7 Gegner. Auch nicht sehr viele. Ist da bestimmt irgendwo... Boah, kann ich bestimmt irgendwo rein. Und zwar da, was war das für ein Vieh? Boah, das war knapp. Stirb, Skelettkrieger! Das sieht nach Geheimnis aus. Dieser Slide-Gang. Aua. Jetzt hast du mir doch ein bisschen Schaden gemacht, du komisches Vieh. Yes! Abwehrkraft hat sich erhöht. Ist was hier drin? Mhm. Die haben. Achso, ja. Ein Slide. Slide, baby, yeah. Hier war sonst weiter nix. Dieser Bereich scheint clean zu sein, dann gehen wir mal weiter. Windtunnel. Episch langsam wir uns bewegen. Oh, fuck! Bams! Und noch mehr Energie für uns. Und renn, Will, renn um dein Leben. Gibt's auch bald mal einen Safe Point oder so? Hallo, Safe Point. Naja, obwohl Energie haben wir schon genug eigentlich. Das war doch mal ein Dreier, ne? Und noch ein Dreier. Boah, wir werden wieder immer mächtiger. Das. Ein Wasserfall.
Was mag sie hier verbergen? Das seht ihr im nächsten Part von Illusion of Time. Es war wieder nett mit euch. Euer Wackelein hatte wieder Spaß mit euch. Im nächsten Part erfahren wir, was sich dann hier in diesem mysteriösen Gebiet verbirgt. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.